Du hättest dich mir anschließen sollen, Arwen. Mit der Invincibus hätten wir über die fünf Reiche herrschen können wie Riesen. Stattdessen wirst du untergehen wie ein... Nicht-Riese. Das wäre niemals so gekommen, Brody. Arwen ist nicht wie du. Er hat Freunde. Und lieber werde ich Seite an Seite mit meinen Freunden Dario und Gwyn untergehen, als mit dir zu herrschen. Ihr habt recht. Du bist nicht wie ich. Denn du bist erbärmlich. Und nichts wird mir mehr Vergnügen bereiten, als vor deinen Augen alles zu vernichten, was dir je irgendetwas bedeutet hat. Wir brauchen den Invincibus-Zerstörer. Oh, das ist meine Schuld. Ich habe das Schwert verloren. Nein, es ist meine Schuld. Meine Aufgabe war es, die Invincibus vor Brody in Sicherheit zu bringen. Was? Nichts daran ist meine Schuld. Aber eure ist es auch nicht. Ich bin kein Ritter. Ich bin Erfinder. Aber das, was beide gemeinsam haben, ist, nie aufzugeben. Dario hat recht. Der Kampf ist noch nicht entschieden. Daisy und ich werden den Invincibus-Zerstörer aufspüren. Brody hat ihn mir aus der Hand geschlagen, aber nicht vernichtet. Ich werde in der Werkstatt nachsehen, ob ich irgendetwas zu einer Waffe umbauen kann. Und ich warte hier. Oh, sieh an! Papis Söhnchen versucht's wieder gut zu machen. Leg's ja nicht drauf an, Kaboom. Nicht doch. Ich mach doch nur Spaß. Wir sind auf derselben Seite. Ich dachte, deine Loyalität gehört Lord Byron und Crimson Caldera. Aber der Einzige, dem du treu ergeben bist, bist du selbst. Das war doch nur ein Scherz. Dafür bin ich doch da. Jetzt nicht mehr. Was soll ich tun? Ich habe weder Gwyns Tatkraft noch Darios Genialität. Wenn ich nicht der Prinz wäre, wäre ich gar nicht hier. Kein Wunder, dass Vater nicht auf mich hört. Hallo, Arwen! Du hast dich getäuscht. Wie sich rausgestellt hat, habe ich doch Freunde. Lass sie los! Und wie willst du mich dazu bringen? Ich bin's, den du hast. Lass deine Wut an mir aus. Oh, das werde ich. Aber vorher wirst du das hier mit ansehen. Brody, warte! Du bist tatsächlich derjenige, dem die Invincibus zusteht. Meinst du das wirklich? Wer sonst, Brody, könnte ein ganzes Königreich besser in Schutt und Asche legen als du? Niemand. Genau. Ich wünschte nur, mein Vater würde das auch so sehen. Aber das wird deine Freunde nicht retten. Ich weiß. Ich bin nur froh, dass du es tust und nicht ich. Deshalb weiß ich, dass du mich zwar hasst, aber nicht wirklich, wirklich hasst. Doch, ich hasse dich wirklich, wirklich. Nein, tust du nicht. Denn wenn's so wäre, würdest du mich zwingen, meinen Freunden weh zu tun. Was hat er vor? Ich habe keine Ahnung. Aber du würdest mich niemals so sehr quälen. So grausam bist du nicht. Wahrscheinlich respektiert dein Vater dich deshalb nicht. Ich dich hingegen umso mehr. Vielen Dank dafür. Ja. Es gibt niemand Gemeineren und Grausameren als Brody, Sohn Lord Byrons und Erbe von Crimson Caldera! Dario, verwandelt die Invincibus Arwen nicht in ein wütendes Monster? Ich werde den Anblick genießen. Vielleicht, aber vielleicht ist er auch stärker als die Rüstung. Du bist tatsächlich darauf reingefallen. Jetzt musst du deine Freunde doch... Halt, das reicht! Du musst die Invincibus einfach nur abnehmen, Arwen. Dann ist alles gut. Novelmore ist gerettet. Wir haben gewonnen. Wir? Wirklich? Ich meine du. Keiner von euch hat an mich geglaubt. Keiner von euch dachte, ich könne die Stadt retten. Ich wusste, dass du es kannst, mein Sohn. Ihr habt es gewusst, Vater? Ausgerechnet ihr? Ja. Ihr habt euch zu lange hinter der Prophezeiung versteckt. Zu lange ignoriert, was vor sich ging. Zu lange auf alle gehört. Nur nicht auf mich, euren eigenen Sohn. Es tut mir leid. Auf eure Entschuldigung kann ich verzichten. Vorsicht! Setzt alles ein, was wir haben! Ja! 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 Ja!
sagst du nur, weil du die Invincibus für dich selbst willst. Genau wie dein Großvater. Dann wärst du die mächtigste Ritterin in ganz Novelmore. Und müsstest nicht länger mit der Angst leben, nicht gut genug zu sein. Ich will nicht gegen dich kämpfen. Wie schade. Öffne die Tür! Arwen, du willst nicht zerstören, was du hier aufgebaut hast. Was weißt du schon über solche Dinge? Du wirst deinen Vorfahren niemals gerecht werden. Du bist eine Schande für den Namen Da Vinci. Ich habe seit unserer letzten Begegnung viel dazugewonnen. Netter Versuch, Holzkopf. Daisy! Braves Mädchen. Gwyn, du wirst ihn doch nicht wirklich benutzen. Ich würd's gern vermeiden, Dario. Deshalb brauche ich unbedingt deine Hilfe. Was? Ich bin kein Held. Doch, das bist du. Jedes Mal, wenn Arwen und ich dich brauchten. Selbst wenn du Angst hattest und obwohl du kein Ritter bist, hast du uns in den Kampf begleitet. Das macht dich zum Helden. Aber du bist auch ein Da Vinci. Du entspringst einer langen Linie genialer Erfinder. Also nutz deinen Verstand und hilf uns aus dieser Lage. Meine Vorfahren haben eine unbesiegbare Rüstung geschaffen. Ich bin ein Hausmeister, der nur Unsinn erfindet. Nein, du hast ein Schwert erschaffen, das die unbesiegbare Rüstung zerstören kann. Jetzt gib mir einen Grund, es nicht zu benutzen. Ich kann das nicht. Ich bin kein Da Vinci. Ich bin ein Niemand. Weniger als ein Niemand. Ich bin nur ein kleines, unwichtiges. Willst du etwa noch mehr? Nein. Aber ich denke, du. Ein Hundeleckerli? Ist das wirklich dein Ernst? Kein Hundeleckerli. Das war deine letzte Chance. Jetzt hast du nichts mehr. Ich habe meine Freunde. Die dir den Rücken frei halten. Ah, Da Vinci! Runter von mir, du! Du wirst niemals stark genug sein, um mich zu besiegen. Aber schlau genug! Das Zahnrad am Rücken. Wir Da Vincis denken also doch alle gleich. Oh. Ja! Ja! Euer rechtmäßiger Platz, Vater. Und ich weiß jetzt, dass ich noch viel zu lernen habe. Als Ritter an der Seite meiner Freunde. Ich denke, das kriegen wir hin. Ich habe ein paar sehr verletzende Sachen zu euch gesagt und das tut mir schrecklich leid. Der Zornkristall hat aus dir gesprochen. Wir wissen, dass du es nicht so gemeint hast. Was ist eigentlich mit der Invincibus passiert? Ich habe sie mit dem Invincibus-Zerstörer vernichtet. Sehr gut, aber wo ist der Invincibus-Zerstörer? Timitor hält ihn zwischen Raum und Zeit versteckt. Er ist hier und jetzt eine viel zu mächtige Waffe. Kommt euch das nicht bekannt vor? Wisst ihr was? Vergesst es. Genial, wie du Brody dazu gebracht hast, dir die Rüstung zu geben. Gwyn, du bist eine Ritterin, die sich großartig mit Tieren auskennt. Und Dario, du bist ein brillanter Erfinder. Aber wie sich herausgestellt hat, bin ich ein genialer Redner. Ihr... hey, wartet! Ich habe gerade eine Rede gehalten! Mein Sohn! Du bist zurück. Ich habe bis zum bitteren Ende gekämpft, Vater. Im Gegensatz zu anderen. Und das macht mich stolz auf dich. Aber du hattest die Invincibus und hast sie einfach weggegeben? Du warst im Besitz der mächtigsten Waffe aller fünf Reiche.
Aber warum sie behalten? Nein, nein, du gibst sie Prinz Arwen. Mal sehen, was er damit macht. Arwen wird dafür bezahlen. Sie alle werden dafür bezahlen.